Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Let's Talk und heute soll es ganz passend zum neuen Cyclone MT um das große Thema Bodenfahrzeuge oder sagen wir mal generell Fahrzeuge im Allgemeinen in Star Citizen gehen, denn ich kriege häufig Kommentare zu diesem Thema. Wir haben ja ein Raumschiff-Spiel in Anführungsstrichen und warum da so viele Fahrzeuge und die kosten ja so viel und pipapo. Und ich will halt mal so ein bisschen drüber quatschen mit euch, mal ein bisschen meine Meinung dazu sagen. Ich will auch so ein bisschen erklären, was CRG eigentlich hier vorhat mit diesen ganzen Fahrzeugen, wozu das Ganze gut ist. Und ich bin gespannt auf eure Meinung, denn ich glaube, das ist ein Thema, das da hat jeder so seine eigenen Ansichten. Und schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Mich würde sehr interessieren, wie ihr über dieses Thema denkt. Wie wichtig die euch sind, diese ganzen ja, Fahrzeuge quasi und was ihr davon allgemein haltet, von der Strategie, die CRG hier verfolgt. Aber welche ist das? Was soll es sein? Fangen wir mal an. Also, zunächst mal, es gibt diverse Bodenfahrzeuge. Ganz kurz, dass wir so ein bisschen reinkommen, auch für die, die vielleicht nicht so häufig mit Star Citizen jetzt in Kontakt sind. Wir haben im Grunde genommen aktuell drei Arten von Bodenfahrzeugen, wobei eine noch nicht im Spiel ist. Variante Nummer 1 sind natürlich die bereiften Autos quasi. Ne? Also da haben wir den Cyclone zum Beispiel in seinen ganzen Varianten. Ne? Wir haben den Racing, ein Racing-Modul oder nee, nicht Racing-Modul, wie nennt man das? Eine Racing-Variante, sage ich mal dazu. Wir haben eine Maschinengewehr-Variante, eine Raketenwerfer-Variante. Wir haben eine, die jetzt neu ist, den MT mit Raketen und Maschinengewehr. Auch einen ganz normalen. Wir haben auch einen Ursa Rover zum Beispiel, der ja jetzt kein wirklicher Racer ist, eher langsames Gefährt für Erkundungsmissionen und so weiter. Aber wie gesagt, über das Gameplay sprechen wir gleich noch. Wir haben diverse Fahrzeuge und es werden auch noch ganz viele Fahrzeuge kommen. Wir haben auch, gut, bereift ist es nicht, aber den Panzer kann man ja auch mitziehen. Also ein klassisches Bodenfahrzeug für in dem Fall eben eher militärische Zwecke und so weiter. So. Die zweite Art sind natürlich die Hover-Fahrzeuge. Ne, da haben wir aktuell noch nicht so viele, da haben wir nur die Dragonfly im Spiel und die Nox. Da wird aber auch noch einiges mehr kommen. Und die dritte Variante sind die bereiften Motorräder. Die haben wir schon gesehen, habe ich euch schon auch schon mal vorgestellt, diese ja, Fracht- und Kampfvarianten, also zweirädrige Maschinen sozusagen. Und manche sind der Meinung, jedenfalls lese ich das so aus den Kommentaren raus, wenn das nicht stimmt, dann korrigiert mich gerne, aber manche sind der Meinung, dass das alles Quatsch wäre. Und begründen das, und wie ich finde, diese Begründung ausgesprochen gut übrigens, weil sie tatsächlich aktuell jedenfalls Sinn macht, damit, dass sie sagen, man wird doch niemals über diese riesigen Monde und Planeten und so weiter mit diesen Autos oder Motorrädern fahren. Selbst die Hoverbikes sind eigentlich viel zu langsam, um ja, die Distanzen zurückzulegen. So, wie gesagt, da ist auf jeden Fall was dran. Jetzt mache ich mal einen kleinen Schritt vorwärts. Es stimmt, dass aktuell diese ganzen Fahrzeuge im Grunde genommen völlig nutzlos sind. Mit Ausnahme vom Greycat Rock. Und der ist eigentlich nicht aufgrund der Tatsache, dass er ein Fahrzeug ist, sinnvoll. Sondern, weil er eben sehr effizient Bergbau betreiben kann. Ohne das wäre der Rock genauso sinnlos wie alle anderen Fahrzeuge. Also aktuell ignorieren wir mal. Es stimmt, aktuell sind die Dinge alle völlig schwachsinnig. So. Aber was ist der Plan? Denn, sind wir mal ehrlich, viele Raumschiffe auch in Star Citizen sind völlig nutzlos. Ja? Die eignen sich überhaupt nicht aktuell das Spiel zu spielen. Zum Beispiel eine Herald. Was willst du mit einer Herald machen? Ja? Es ist quasi überflüssiges Schiff aktuell. Das heißt, CRG, muss man halt immer mit dazu sagen, sie entwickeln hier ein Spiel, ja, und haben gewisse Pläne, wo die Reise hingehen soll. Also, welches Gameplay soll in Star Citizen mit diesen Bodenfahrzeugen und Hover-Geschichten und so weiter verfolgt werden? Nun, zunächst mal, das, was dieses Jahr noch kommen wird, ist schon mal so ein erster Schritt in diese Richtung, nämlich die Kolonien. Es ist so, wenn wir ein Raumschiff haben, nehmen wir mal eine Cutlass Black. Dann verbraucht diese Cutlass Black, wenn wir kurze Strecken fliegen, relativ viel Treibstoff, gerade in Atmosphären. So, das liegt halt daran, dass die einiges wiegt, ne, und dass die hochkommen muss und pipapo, das ist gar nicht so trivial. Und der Sprit ist aktuell viel zu billig im Spiel, das wissen wir alle. Der wird richtig teuer werden noch.
Ich vergleiche das so ein bisschen mit, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, mit Mandalorian, wo die auch sagen, ja, also ich kenne die eine Szene, wo der Typ sagt, ja, das Kopfgeld, das reicht nicht mal für den Sprit. Und ich glaube, das ist so die Richtung, wo es in Star Citizen irgendwann hingehen soll. Dass also der Sprit von einem Raumschiff sich durchaus rentiert für längere Distanzen, aber nicht für diese ganzen Kurzstrecken. Das ist Punkt 1. Punkt 2, die Abnutzung. Die kommt ja jetzt auch mit der 3.13 ins Spiel, zumindest optischer Natur. Aber gerade der Flug innerhalb von Atmosphären, wenn es eine Atmosphäre ist, die so ein bisschen sandig ist zum Beispiel oder eine eisige oder so, dann nutzen sich die Hüllen und damit auch letztendlich das ganze Raumschiff Step by Step ab. Und ein Raumschiff zu reparieren und wieder auf Vordermann zu bringen, ist halt teurer als einen kleinen Rover. Und der dritte Punkt ist, wir haben jetzt schon mit der 3.13, werden wir bekommen, den ersten Schritt hin zu Bereichen, wo wir mit dem Raumschiff einfach nicht weiterkommen. Nämlich die neuen Höhlen. Und das heißt, CRG baut hier Step by Step Content rein für Bodenfahrzeuge oder generell für kleinere Fahrzeuge auch. Und das machen sie nicht, um eine Begründung zu finden für die Fahrzeuge, die sie reingebracht haben, sondern es ist genau das Gegenteil der Fall. Sie haben die Fahrzeuge entwickelt, haben sie uns angeboten, wir haben sie uns gekauft, die sind ja auch im Spiel kaufbar, sind auch spottbillig. Und natürlich von Anfang an mit dem Sinn dahinter, dass wir hier eben gerade keine reine Space-Simulation haben. Das muss man auch nochmal ganz klar sagen, Star Citizen ist und wird auch keine reine Space-Simulation werden. Es wird viel komplexer. So, und wenn wir jetzt als Beispiel, ich gehe nochmal zu den Kolonien, ja, wir kriegen ja irgendwann im Laufe des Jahres NPC-Kolonien auf Planeten und Monden. Ja, ich weiß noch nicht, wie groß die sind, aber ja, wenn du dort so ein paar Dörfer hast, ich vergleiche das so ein bisschen mit Star Wars Episode 4. Stellt euch einfach Star Wars Episode 4 vor, dort sind ja Obi-Wan und Luke Skywalker zusammen mit seinem Hover, ich vergesse, wie das Ding heißt, dieser Speeder, der Flitzer, sind ja zum Raumhafen ja hingefahren quasi, ne? Die sind ja nicht hingeflogen mit einem Raumschiff. Gut, sie sind gehovert, ja, ich weiß, aber ihr wisst, was ich meine. Das heißt, die Richtung, wo es hingeht, und wir wissen ja, dass CRG hier eben immer Star Wars sich als Vorbild nimmt für ganz viele Sachen, die Richtung ist eben die, dass man auf Planetenoberflächen, auf Mondoberflächen eher weniger zum Raumschiff greift, sondern die Richtung ist die, dass man verschiedene Posten hat. Aktuell haben wir ja diese kleinen Kack-Außenposten überall, aber das werden irgendwann richtige Raumhäfen sein. Deswegen auch diese NPC-Kolonien. Da habe ich eben als Bild im Kopf die Stadt, oder ja, Stadt ist es nicht, aber dieses, naja, der Raumhafen von Tatooine halt zum Beispiel, Mos Eisley, wo du halt hinfliegst, dort landest, dort zahlst du eine Parkgebühr, ja, und lässt dich auftanken. Und wenn du was auf dem Planeten zu tun hast, dann machst du es halt so, wie das in Star Wars auch gemacht wurde. Dann gehst du zu Fuß oder holst dir einen Speeder oder holst dir ein Moped oder Motorrad, wie auch immer, irgendein Bodenfahrzeug, was eben viel, viel billiger und viel, viel effizienter für deine Reise ist, die du dort auch immer vorhast, egal was du dort vorhast. Und wenn du längere Strecken hast, also wenn du zum Beispiel auf die andere Seite des Mondes oder Planeten willst, dann nimmst du natürlich ein Raumschiff, weil dann lohnt es sich nicht. Es sei denn, der Planet oder Mond hat ein sehr gutes und schnelles Transportsystem, irgendwie so ein Hyperloop oder sowas, oder ein Teleporter, keine Ahnung, was ich noch ausdenken, dann natürlich nicht. Ne? Ich glaube, das Kernproblem ist, dass viele aktuell, wenn sie an Star Citizen denken und an Bodenfahrzeuge denken, das Gefühl haben, dass es immer so bleiben wird, wie es jetzt ist. Und wie ist es aktuell? Nun, wir springen von A nach B, landen kurz, kaufen dort über SysplayFix ein und verschwinden wieder. Und dann springen wir zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten. Also wir sind eigentlich spielen wir gar nicht richtig das Spiel. Wir fliegen eigentlich gar nicht durch die Gegend, sondern wir jumpen uns von Punkt A zu Punkt B und machen dort kurz unseren Kram. Es gibt eigentlich dahinter kein richtiges Gameplay aktuell, aber das wird sich halt ändern. Ich mache ein Beispiel. Wir haben eine Karte ist Black und wir wollen jetzt irgendwo traden. Dann werden wir dorthin fliegen, so wie wir das auch aktuell machen, vielleicht noch ein bisschen besser, hoffentlich, ne, mit einem frei begehbaren Quantum Drive zum Beispiel. Aber davon abgesehen, dann landen wir dort in einem Raumhafen. Ja. Und dann werden wir bei diesem Raumhafen dort auch ein bisschen stöbern. Denn es ist ja eine Open World und die ist aktuell unfassbar leer. Man muss dringend gefüllt werden mit Content. Und diese Stationen, diese Raumhäfen, werden dann dort für uns Quests bereithalten, Aufträge oder einfach irgendwas zum Entdecken.
Und während dann das Schiff beladen wird, weil das wird irgendwann ja glücklicherweise nicht mehr instant gehen, und das kann dann schon mal eine halbe Stunde dauern, ne? Je nachdem, was du für ein Schiff hast und je nachdem, ja, wie gut sich das Ganze verladen lässt, ne? Kann es durchaus sein, dass du eine halbe Stunde warten musst, bis dein Schiff beladen wurde, weil du das entweder manuell selber machst oder weil das die NPCs von dem Raumhafen für dich machen. Ja, die tragen dann die Kisten rein, kannst auch bei zugucken, kannst aber auch sagen, okay, was mache ich denn jetzt so lange? Ich kann ja nicht wegfliegen. Also nehme ich mir ein Bodenfahrzeug und erkunde vielleicht ein bisschen die Gegend. Oder ich habe irgendeinen Auftrag dort in der Nähe, den ich mir vorher organisiert habe. Oder ich finde jemanden dort, der einen Auftrag hat, der in der Nähe ist. Das heißt, diese ganzen Gameplay-Inhalte werden über die Bodenfahrzeuge tatsächlich überhaupt erst richtig miteinander verbunden, weil du dann die Möglichkeit hast, unabhängig von deinem Raumschiff irgendwelchen Content zu spielen, der in der Nähe des Raumhafens ist. Ne? Da ist eine Höhle, fährst mal hin und rettest jemanden. Ganz als Beispiel nur mal, ne? Ja, der ist verschwunden, den haben irgendwelche Räuber irgendwo hingebracht oder so. Da hinten, ne, geht da mal hin. Was wir halt auch so kennen, also so ein bisschen Standard-RPG-Mechaniken, nur halt in einem Star Citizen-System drin, könnten dann, ich sag ganz bewusst könnten, weil ich es nicht genau weiß, das Ganze so ein bisschen dynamischer machen, so ein bisschen, das Ganze ein bisschen breiter aufstellen. Klar, wenn du jetzt wirklich nur ein Händler bist, der sowas nicht macht, ne, dann wirst du es auch nicht tun. Musst du ja nicht. Dann wartest du, bis das Schiff beladen ist, hilfst vielleicht mit oder gehst eine Weile in die Bar und trinkst dir ein. Ne, und schließt irgendeinen neuen Handelsvertrag vielleicht mit irgendeinem Typen dort ab in der Bar. Pipapo, kann ja alles sein. Aber eben, wir haben eine Menge Content, der mit diesen Bodenfahrzeugen kommt. Und darüber hinaus, das war jetzt mal ein ganz, ganz kleines Beispiel, haben wir ja auch noch unsere eigenen Spielerbasen, die wir hochziehen können, die relativ groß sind. Also das sind ja 64 Quadratkilometer. Das ist schon ziemlich groß, ne? Und wir haben noch Größe mit 128 Quadratkilometern, glaube ich. Oder waren es 16 mal 16? Ich weiß nicht mehr. Ist auch egal. Auf jeden Fall verdammt große, mehrere Quadratkilometer große Bereiche, wo wir uns unsere Basis bauen können. Ja, wo wir Bergbau betreiben können oder irgendwas anbauen können. Oder ein Lagerhaus haben oder so. Und auch da ist es dann zum Beispiel denkbar, dass ein Raumschiff im Raumhafen ist und du fährst dann mit einem Bike oder mit einem Auto rüber in deine Basis, die vielleicht in der Nähe ist. Oder andersrum, du gehst in deine Basis, dein Raumschiff, tankst es auf, weil auch das Tanken, das vergessen ja auch viele, das Tanken ist ja aktuell fast instant. Das wird ja so auch nicht bleiben. Das Tanken kann je nach Raumschiff eine ganze Weile dauern. Teilweise dauert es auch jetzt schon recht lang, nur ist es so, dass viele Dinge, die im fertigen Spiel irgendwann mal ganz anders gelöst werden, sehr, sehr schnell momentan laufen, weil man einfach, du kannst halt aktuell zu keinem Alpha-Tester sagen, hey, wir wollen das im fertigen Spiel, das Auftanken, ich bin jetzt mal 2 Stunden dauert, jetzt wartest du hier mal 2 Stunden auf dem Landing-Pad. Das geht halt nicht. Ne? Deswegen sind viele Sachen auch beschleunigt und einfach gemacht und sehr simpel gelöst und werden mit der Zeit immer komplexer. So, also das mal so zu dem Thema Gameplay. Und was man auch nicht vergessen darf bei den Fahrzeugen, ist natürlich der ganze Kampf und auch das ganze Thema Exploration. Gehe ich mal ganz kurz nochmal drauf ein. Es gibt ja jetzt dann mit 3.13 den Panzer im Spiel. Hoffentlich werden sie fertig damit. Und auch viele andere stark bewaffnete Bodenfahrzeuge, die werden ja für Bodenschlachten eingesetzt. Da nimmst du kein Raumschiff. Ne? Weil die Gegner haben eben an ihrer Basis irgendwelche Flakgeschütze, die holen dir das Raumschiff vom Himmel. Und das kann CRG wunderbar balancen. Ja, wenn die nicht wollen, dass dort Raumschiffe zu sehr mitwirken, dann machen die Geschütze entsprechend stark genug und dann hast du ein Problem. Haben wir ja jetzt auch schon teilweise, ne? Versuch mal bei so einem Außenposten mit 4 von diesen Geschützen da irgendwas zu reißen, da kommst du nicht allzu weit. Je nachdem, was du für ein Schiff hast. Und das kann man ja beliebig nach oben drehen. Ich erinnere mal an Theaters of War, auch wenn es noch lange nicht fertig ist, wie es aussieht, aber da gibt es ja auch diese Ebenen des Kampfes, diese ganzen Kampfebenen, also Boden, Luft und Raumschlacht. Das heißt, das Thema Space-Simulation ist tatsächlich nur ein Drittel des Spiels. Vielleicht ein großes Drittel, zugegeben, aber das heißt nicht, dass es nicht auch Bodengefechte gibt. Wir haben Bomber, die sind dafür gedacht, dass sie auf Bodenziele Bomben abwerfen. Das heißt, wenn ich Bomber habe, dann brauche ich auch irgendwelche Fahrzeuge, die, ich meine, du kannst ja nicht alles wegbomben, das ist ja auch blöd. Das heißt, du hast irgendwelche Fahrzeuge, die dann reingehen und das Ding auseinandernehmen, plündern und was weiß ich was machen.
Auch die Piraten, wenn ihr Clone Wars gesehen habt zum Beispiel, ja, diese, da gab es diese Piratenfraktion mit diesem lustigen Anführer, die sind auch mit Bodenfahrzeugen teilweise hin. Ja, die sind mit ihren UFOs da rumgeflogen und hatten dann Bodenfahrzeuge, um zu plündern. Also auch das, sogar im Piraten-Gameplay ist das ganz, ganz tief, meiner Meinung nach jedenfalls, verankert, weil man halt sich Dinge ja persönlich angucken muss. Und wenn dann jeder mit seinem Schiff erst landet und hin und her, das wird nicht so einfach sein. Was sie nicht machen werden, sind Flugverbotszonen. Das glaube ich nicht. Sie können natürlich solche, ja, wie nennt man sowas? Also Flugverbotszone ist es nicht, aber so eine Art Restricted Area einfach machen, wo sie sagen, hier in diesem Bereich sind ab einer bestimmten Höhe, wenn du quasi zu niedrig bist, darfst du dann nicht sein, dann kriegst du Crimestat. Das können sie machen bei Kolonieaußenposten, bei Spielerbasen und so weiter, dass man das einstellen kann, dass ich sage, über meiner Base darf niemand fliegen, der nicht von mir autorisiert ist. So. Und das kann man auch viel, viel einfacher tracken, weil Raumschiffe, und das kommt auch noch ganz, ganz wichtig hinzu, Raumschiffe geben ein viel einfacher zu sehendes EM-Feld oder IR-Feld ab. Das heißt, ein Scanner von einer Base kann ein Raumschiff wunderbar scannen. Außer es ist ein Stealth-Raumschiff, aber das sind ja die wenigsten. Aber ein Bodenfahrzeug und gerade so ein kleines Motorrad, ja, die geben viel, viel weniger ab. Das heißt, du kommst viel näher ran, bis du entdeckt wirst. Das heißt, auch im Bereich Stealth-Gameplay sind die Fahrzeuge durchaus interessant. Und noch ein kleiner Sprung zum Thema Exploration. Teilweise wirst du wahrscheinlich riesige Waldplaneten haben, da kannst du nicht durchfliegen durch die Wälder, das geht nicht. Wenn du da 20, 30, 40 Meter hohe Bäume hast, was willst du da machen? Wenn es noch ein dichter Wald ist, siehst du auch nichts. Das heißt, du musst also irgendwo eine Lichtung suchen und dann mit einem Fahrzeug dort durch, mit so einem Hoverbike zum Beispiel oder teilweise auch zu Fuß. Und wir haben zum Beispiel auch diesen wunderbaren Constellation, wie heißt er denn? Constellation, naja. Die Exploration-Variante von der Constellation, ich habe gerade den Namen vergessen. Aquila, jetzt habe ich es wieder. Die Constellation Aquila, da haben wir einen schönen Trailer zu, wo die landet. Bei so einem Alien-Planeten, wo so kleine Aliens mit 3 oder 4 Fingern sind. Und da fahren die mit einem Rover rum. Ja, weil es könnte ja sein, dass zum Beispiel ein großes, fettes Raumschiff, was laut und so weiter ist und Staub aufwirbelt, dass das irgendwelche Alienrassen oder irgendwelche Tierchen verscheucht. Also wirst du dir vielleicht lieber ein Fahrzeug holen, um näher ranzukommen und den Rest dann zu Fuß machen. Sonst hast du keine Exploration-Ergebnisse. Also, ich will nur so ein paar Beispiele nennen. Ich weiß natürlich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie CRG es am Ende wirklich machen wird. Das weiß ich nicht. Das weiß niemand. Aber es gibt hier schon jetzt da diverse Pläne auf jeden Fall. Und die Umsetzung wird man dann sehen. Aber auf jeden Fall wird es immer wieder dazu kommen. Und ich denke auch, das werden wir auch in der Alpha sehen, Step by Step, dass man häufiger zu Bodenfahrzeugen greift, weil sie halt zum Spiel dazugehören und zum gesamten Gameplay einfach ihre Rolle beitragen. Ne? Einige haben gemeckert, darauf will ich noch ganz kurz eingehen, hier zum Schluss, über den Cyclone MT, weil sie gesagt haben, naja, der macht ja irgendwie den Cyclone TR und den Cyclone AA jetzt völlig überflüssig und so, das stimmt aber nicht. Ihr habt nicht richtig geguckt, tatsächlich ist es so, dass der ziemlich gut reinpasst in dieses Line-Up. Weil der Cyclone TR kostet einen 10er weniger und kann auch weniger, das ist okay. Und der Cyclone AA wird überhaupt nicht überflüssig, denn der hat einen EMP an Bord. Ein Fahrzeug mit EMP, das ist schon was Besonderes, das sieht man nicht alle Tage. So, also insofern schließt er eigentlich die Lücke zwischen dem TR und dem AA. Und das ist genau das, was er tun soll. Insofern, wer nicht haben will, kaufen sich nicht, das ist ganz klar. Aber ich finde jetzt nicht, dass der irgendwas obsolet macht. Und sind wir ehrlich, selbst wenn er das tut, dann wird CRG das nochmal umbalancen. Weil das wollen sie ja nicht. Ich muss aber trotzdem dazu sagen, es wäre mir lieber, aber darüber haben wir schon mal gesprochen, wenn sie das Ganze in die Modularität packen würden. Also ich fände es cooler, wenn sie sagen würden, hey, es gibt einen Cyclone und du kannst dir jetzt daraus ein TR, ein MT und ein AA und was weiß ich was alles bauen über Module. Das heißt, sie verkaufen dir einen Cyclone und verkaufen dann einzeln die Module. Andererseits, im Real Life ist es ja auch so, dass irgendwelche Autohersteller für jeden Scheiß ein eigenes Modell anbieten. Insofern entspricht das der Realität und ist auch marketingtechnisch sinnvoller. Tja, naja. Ich denke, bei jedem recht machen kann man es eh nicht. Aber trotzdem, ich finde die Bodenfahrzeuge super wichtig in Star Citizen und ich finde auch, dass die Varianten, die sie da jetzt schon anbieten, schon relativ gut sind. Was noch fehlt, sind natürlich große Fracht-LKWs sozusagen oder irgendwelche, ja,
irgendwelche Hover-Autos quasi. Also so Hover-Autos gibt es halt noch gar nicht. Was ich jetzt mal nicht mit einbeziehe, sind irgendwelche Rollwagen oder sowas. Ne? Dieser Frachtwagen, den wir auch mit 3.13 wahrscheinlich bekommen, der ist ja kein Auto, ist ja nicht motorisiert. Da haben ja auch einige gesagt, oh, wieso hovert denn der nicht und so. Naja gut, dass der hovert, da müsste darunter eine riesige Engine, da wiegt das Ding 10.000 Kilogramm oder so und ist schweineteuer. Das bringt ja teilweise nichts. Also, naja, aber das, wie gesagt, das zähle ich jetzt mal nicht zu Fahrzeugen hinzu, das ist ja kein richtiges Fahrzeug. So. Aber was denkt ihr zum Thema Fahrzeuge in Star Citizen? Schreibt mir mal eure Sicht in die Kommentare. Denkt ihr, dass sie, also so wie ich, dass sie sehr wichtig werden in Zukunft mit den, ja, mit dem Ausbau und der Implementation von Gameplay-Mechaniken? Oder denkt ihr eher, dass die Fahrzeuge immer so eine Randgeschichte sein werden, weil man eben ja, im Zweifel immer das Raumschiff zuerst nimmt? Ja? Was denkt ihr, wie CLG damit umgeht? Schreibt es mal rein, würde mich interessieren. Und heute Abend sehen wir uns im Community-Stream. Heute gibt es mal wieder Community-Stream, das heißt, ihr könnt wieder mitspielen, wenn ihr möchtet. Und ich schreibe euch nachher noch im Community-Tab auf YouTube, worum es dann dabei gehen wird. Ich denke mal, eine kleine Gruppe, 3, 4, 5 Leute, habe ich mir so überlegt. Aber ich muss mal gucken, was wir dann ganz genau machen. Wie gesagt, ich schreibe es euch dann ins Community-Tab rein. So, 19 Uhr geht's los auf Twitch. Danke fürs Zuschauen. Twitch-Channel ist unten verlinkt. Lasst gerne ein Follow da und seid heute Abend dann mit dabei. Und ich würde sagen, achso, und nicht vergessen, es gibt heute das Giveaway für die beiden Mercury Starrunner Skins. Also zweimal haue ich heute diesen grünen Starrunner Skin raus. An alle, die mitmachen wollen, braucht ein paar Stars. Ne? Könnt euch ein Ticket kaufen. Erkläre ich nochmal im Stream. Kommt einfach mit rein und dann kriegt man das alles hin. Also, macht's gut. Bis heute Abend und ciao. 65 degrees. Last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished it would rain. Now your forecast calls for. Does the sun go down?